Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von Destiny. Ich hatte es ja angekündigt in diesem Minecraft-Video, dass jetzt wieder Destiny-Videos folgen werden. Und ja, jetzt geht es etwas los. Wahrscheinlich etwas geht es los. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir, ja, oder beziehungsweise dass ich ja, statt einfach nur doof Gameplays zu machen, ein bisschen was zu den Waffen in Destiny sagen kann, die ich ja immer mal wieder im Laufe der Zeit finde. Und ja, dementsprechend wollte ich dann heute mit anfangen, und zwar mit der Ummantelung der Grube, die ich aus irgendeinem nicht erfindlichen Grund besitze. Das ist nämlich eine sehr, sehr seltene Waffe, die man, glaube ich, nur von der, glaube ich, Klinge von Crota bekommt. Ich bin mir da gar nicht sicher, muss ich ehrlich sein. Und die Drop-Chance ist halt übelst gering. Das hatte ich letztens mit dem Q-Nerd gezockt und seitdem habe ich sie in meinem Inventar. Und ja, es ist eine sehr, sehr besondere Waffe, denn sie ist in zwei Stufen upgradebar. Momentan ist es noch eine weiße Waffe, sie heißt Ummantelung der Grube und man kann sie dann zu einer legendären upgraden und danach zu einer exotischen. Und momentan ist sie bei mir, wie gesagt, noch weiß. Und wenn man 400 Chars damit getötet hat, kann man sie upgraden. Das will ich schon den ganzen Tag machen. Ich wollte halt nur für das Video haben. Tada! So, und schon haben wir Eidolon Verbündeter. Wir müssen gleich an den hier ausprobieren, du. Ich bin nicht auf dem Sack hier. Ich glaube, jetzt müsste das Magazin sogar noch größer sein. Jupp, jetzt haben wir sogar schon 42 Kugeln. Und die exotische Version bekommt man nur in dem Hard Raid Crotas Ende. Ich glaube, Krux von Crota heißt das Objekt, das man dafür braucht. Aber dazu muss man die halt eh erstmal komplett leveln. Der Hard Raid ist ja schon draußen, aber man muss natürlich erstmal Leute finden, die da mit reingehen. Ich würde da gerne mit dem Clan reingehen, aber momentan ist da irgendwie mal wieder tote Hose. Die haben nämlich leider die blöde Angewohnheit, dass gerade am Dienstag, wenn alles zurückgesetzt wird, gehen da sofort alle rein. Erstmal sofort Raid machen. Ja, wenn du natürlich von der Arbeit kommst und die alle schon am Machen tun sind, dann kannst du dich eigentlich nur in die Party setzen und zuhören, wie sie am Zocken sind, selber aber nicht mitmachen. Und deswegen habe ich ja momentan noch nichts fertig. Ich könnte eh nicht in den Hard Raid rein, weil ich bin erst 31 und ich müsste mindestens 32 sein, weil da 34er rumlaufen. Und ein Levelunterschied ist ja schon krass, aber man muss es ja nicht Vergewalt ausreizen. Komm hier jetzt. Ich war ein bisschen weit geworfen. Was wollte ich sagen? Genau. Also, ich habe noch keine Chance gehabt, in den Genuss von Raids zu kommen. Leider. Ich habe überlegt, ob ich mir irgendwie eine Facebook-Page auf mal Leute suche, die da vielleicht mitwollen. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass sie mich gar nicht mitgenommen haben. Einmal kurz zwei Phasen dabei, dann war auch schon wieder Bettgehzeit wegen Arbeiten. Alles scheiße. So. Sensormilben, die kann ich am besten hier unten farmen, weil, ist so, hier sind nämlich die drei Char-Majors. Wenn man die mal ein bisschen wegmacht, gibt es ein bisschen was Krasses. So, Bomb Nummer 1, 2, Nummer 3. So, zack, 60 Milben. Gib ihm hart, aber herzlich. Ich soll das vielleicht nicht mit der Schrupflinte machen, sondern mit der hier. Guck mal einen an. Was haben wir denn da Schönes? Eine Beutetruhe. Ja, zwei Müllwaffen drin. Ich habe auch nichts anderes erwartet, aber hey. Und? Ach, ich bin gespawnt. Perfekt. Alter, die Feuerrate ist so abnormal. Alter, einer ist hier noch. Wo bist du? Da bist du. Und nochmal 20 Milben. Und jetzt schön wieder weggehen, warten bis die spawnen und wieder hingehen. So kriegen wir es am schnellsten fertig hier. Ich habe nämlich nicht so viel Zeit. Wenn wir ein bisschen Ummantelung der Grube spielen, wollte ich schon gerade sagen. Eidolon Verbündeter heißt ja jetzt. Und da sind sie wieder. Warte, nachladen. Boah. Ich lasse mich hier nicht hetzen. Hält auch was aus, der Kollege. So, das hätten wir schon mal. Jetzt kommen nur noch die
sechs Patrouillenmissionen hier auf der Erde an der Reihe und dann hätten wir es eigentlich auch schon. Kurzes Fazit zur Waffe: Sie ist eigentlich relativ gut zu kontrollieren. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie zu krass verzieht. Bis hier eigentlich fast gar nicht. Ich meine, guck mal hier, das Schussbild. Das ist schon ordentlich und ich ziehe halt nur ein bisschen nach unten. Und wenn ich da andere Waffen sehe, Automatikgewehre mit so einer Feuerrate, die hältst du nicht. Das ist unglaublich. Die hältst du nicht am Boden. Oder gerade auf einem Ziel. Oder sonst irgendwie was. Ach komm, hier, da hinten ist ja noch. Da hinten ist ja noch hier der Auftrag. Fast verhaspelt hier. Aber auch nur fast. So, ich will euch jetzt mal in den nächsten Tagen in ein paar Videos hier die neuen Waffen vorstellen, die ich alle so bekommen habe. Wie, wo ich sie bekommen habe und was ich davon halte. Und wie gesagt, die hier, die ist halt unglaublich schwer zu finden. Es gibt da zwar einen kleinen Trick, aber ich kenne ihn selber nicht richtig. Wie gesagt, ich habe einfach scheiße viel Glück gehabt, genau wie der Q-Nerd. Der hat die halt, glaube ich, schon im Low-Level-Bereich gefunden. Also der hat halt richtig Schwein gehabt. Deswegen kann der da auch durchmähen wie ein Irrer. Mache ich eigentlich? Ach genau, ich bin ja an den Beutezügen bei. So, komm her hier! Ja, Feuerrate und Kugeln hin oder her. Wenn du nicht treffen kannst, wieder nix. So. Hier runter. Ja, kann man. Und? Nein, spawn ich wieder, alles klar. Schade, manchmal spawnen die dann oben wieder, dann kann man direkt wieder hochlaufen. Und da ist ein Trüchchen, wo siehst du? Nur Drehmetall drin. Tja, es gibt aber noch ein paar Spots, wo Truhen sein können. Zwar einmal hier an der Ecke und einmal hier drin. Beides nein. Und so wie das aussieht, ist die Klinge von Krota gerade aufgetaucht. Keine Truhe. Dann zeige ich immer meine neue Waffe. Ja, schimmert schon grün. Ja, Klinge von Krota, alles klar. Glaube ich, brauche ich eh noch. Na komm hier. Oder endlich um hier. Ist ja unglaublich. So, schön vom Eingang warten, rauskommen lassen. Oder einfach reinlaufen. Brauchen wir zu lange. Handy vibriert schon wieder. Ich verstehe das gar nicht. Ein seltenes Engramm. Kann nur besser werden. So, spawnt noch einer? Jawohl. Einer? Hunderte. Nochmal? Nein. Jetzt muss ich Glück haben, dass ich es schaffe, wieder unten in den Keller zu kommen, wo die drei Scharmajors sind. Dann hätte ich nämlich nochmal drei Kills. Ich glaube, ich schaffe das eh nicht. Vom Kill-Counter her. Deswegen wird es mir mit Sicherheit nicht mal was bringen, wenn ich da jetzt extra reinrenne. Aber hey! Nochmal drei gekillt. Warum denn nicht? So. Explodiert eh gleich, kann ich also vergessen. Und da oben habe ich im Augenwinkel noch ein Trüchchen gesehen. So. Wieder nur Drehmetall. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe hier mal Aszendentenenergie rausbekommen. Ach, perfekt. Ein Event. Nimm mich gleich mit. Oh. Hey, wo sind sie denn jetzt? Ah, wollte schon gerade sagen. Das Schiff ist nicht zu übersehen. So, da laufen wir mal ganz kurz hin und sagen mal Hallöchen. Mit Sicherheit wieder hier. Yo. Was ist so? So. Den Ball gleich Beutezug mit klar machen. Gut, da sollte die Granate eigentlich nicht hingehen. Sondern dahin. So. Hier liegt noch ein Teil. Seid schon wieder? Ich bin gar nicht drauf klar. Wo bin ich denn jetzt überhaupt?
Nochmal zur Waffe übrigens. Weil mir fällt nämlich gerade jetzt auf die Schnelle kein weiteres Thema ein. Um die überhaupt auf das Level zu kriegen, was ich jetzt gerade gemacht habe, also von weiß zu lila, braucht man ein Balsamierungsstück. Das kriegt ihr nur bei Eris Morn. Und dann auch nur, wenn ihr da Level 3 seid. Deswegen sowieso immer ganz wichtig, Eris leveln. Ja, bla bla bla, ich mache Zero TV nach. Bla bla. Und da natürlich das Glück haben, diese Waffe zu bekommen. Weil ich finde die bis jetzt ziemlich geil. Ich wollte halt für ein PvP noch eine gute Automatikwaffe haben. Weil ständig werde ich da entweder von Vex Mifu-Class weggebuttert oder halt von dieser hier. Und jetzt habe ich die auch. Deswegen, hättet ihr vielleicht mal Bock auf so ein PvP-Video? Ich meine, das wird ein sehr, sehr lautes Video, weil ich raste da mal komplett aus. Wenn die mich da auseinandernehmen. Ich könnte so kotzen bei. Aber vielleicht habt ihr Bock auf ein bisschen PvP rumgeballert. Ich muss da eh wieder rein. Wegen. Einen Moment bitte. Einer für alle. Gleich mal einen Beutezug mitten klar gemacht. Oh, läuft bei mir. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, Inventar. Ich habe zwei exotische Beutezüge. Und einer. Für einen muss ich da irgendwie eine bestimmte KD reißen. Das gibt. Ich hasse, warum muss ich das machen, Mann? Das ist so scheiße. Jedes Mal dieselbe Kacke mit diesem blöden PvP. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich will da nicht rein. Ich hab Bock auf PvP. PvP geht mir am Arsch vorbei. So. Ja, das ist echt geil. Also, wenn ihr die bekommen könnt, habt ihr echt Glück. Was? So, wir sind auch abgeschlossen. So, und bis ich die 6 hier voll habe, kann, glaube ich, noch ein bisschen Zeit vergehen. Ja, 4 muss ich noch. Dann noch Schwert von Crota. Ich glaube, und einen Strike muss ich auch noch machen. Also ich denke mir mal, diese Waffenvideos, ich werde das am besten alles gleich hintereinander aufnehmen. Dann kann ich mir die Beutezüge gleich mit abschließen. Und das wäre ja, eigentlich vom Vorteil. Dann habe ich die Videos alle durch, habe meine Beutezüge und Beutezüge sind halt wichtig. Beutezüge sind mal ganz, ganz wichtig. Na gut, möchte ich mich auch soweit mal von euch verabschieden. Es sei denn, ich werde beschossen. Von was eigentlich? Keine Ahnung. Ich will mir nur ganz kurz eben nochmal angucken, was für Fähigkeiten die Waffe hat. Also, wir haben hier natürlich, ja, Reichweite ist alles scheiße. Stabilität braucht die nicht, stabil genug. So, Kaskade, Nahkampfkills verringern kurzzeitig die Nachladegeschwindigkeit dieser Waffe. Das ist für PvP mit Sicherheit richtig interessant. Wechselwaffe schneller, bewegt dich schneller, während du zielst. Nachladegeschwindigkeit der Waffe ist sogar noch höher, das ist mir egal. Erhöhe die Waffenstabilität. Das kann man machen, das kann man machen. Durch Zielen mit dieser Waffe wird der Wirkungsbereich erhöht. Das ist sehr gut. Und dann halt Schaden, Schaden, Schaden. Und zuletzt Krux von Crota. Ja. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Sollte ich eigentlich. Ich habe die Waffe ja sicher. Irgendwann werde ich Krux von Crota schon kriegen. Dauert halt nur ein bisschen seine Zeit, ne? Ja, das war es jetzt von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, welche Waffe ich euch dann mal zeige. Also, haut rein!